So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign, Episode 4 ist am Start. So, ihr Mäuse, dann lass uns direkt anfangen. Was haben wir gewartet? Eigentlich habe ich gar nicht so lange gewartet, da ich mir immer sehr viel Zeit lasse mit den ganzen Folgen. So, Episode 4. Was für ein schreckliches Geheimnis verbirgt Jonathan? Wird Kommissar Strasser der Gruppe die Quere kommen? Und was hat es mit Hannas Mitbewohnern auf sich? Wir wünschen dir spannende Unterhaltung mit Episode 4. Ja, los geht's. Wir warten noch nicht lange. Wir schleppen direkt rein. Was hatten wir als letztes gehabt? Jonathan. Ein Anruf. Wir wollten Jonathan anrufen. Und wir sahen mit einem Anruf, beziehungsweise ein Szenario, wo er sich im Wald befand. Uns erzählt hatte, er hätte von allen der Ahnung, wüsste, wer der Mörder ist, wüsste, wer mit all dem ganzen Scheiß zu tun hat. Er rannte da auf einmal weg, da ein Schuss zu hören war. Mal gucken, wie es damit weitergeht, Kinderchen. Los geht's. So. Ja, wie wir sie müssen Jonathan unbedingt jetzt zur Rede stellen. So, wir müssen das Video schon unbedingt schnell hinschicken. Nochmal zur Erinnerung, Kinderchen. Wollt ihr nochmal die Erinnerung haben? Ich weiß, wer es war. Ich kenne das Motiv von dem toten Mädchen. Ich weiß einfach alles. Scheiße! Fuck, schaut euch das mal an. Verdammt, was passiert hier nur? Ich glaube, Jonathan ist im Leben Gefahr. Ja, kann man so vermuten. Der Schuss kam, glaube ich, nicht daher, weil Jonathan spazieren gegangen ist im Wald und in der Nähe vielleicht ein Truppenübungsplatz war oder so. Sondern, scheint wohl jemand auf ihn geschossen zu haben. Shit, was war das denn? War da ein Schuss im Hintergrund zu hören? Ja, ganz sicher. Ja, der wird verfolgt und er weiß, wer dahinter steckte. WTF. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Wolf, kannst du nicht irgendetwas tun? Nun, er hat das Handy von Jonathan ja gehackt, ne? Ich habe sein Handy bereits geortet. Laut GPS-Tracker befindet er sich hier. Na komm, zeig es! Vielleicht sind wir schneller, als der Schuss fliegen kann. Vielleicht können wir schneller laufen, als der Schuss fliegen kann. So, wow, das ist eine große Stadt. Ne? Hier direkt im Wald. Ja. Die Autobahn und so. Das ist echt, ich hätte gedacht, wir sind so einen kleinen, verträumten Vorort oder Kleinstadt, oder? Seltsam, es werden keinerlei Bewegungsdaten übermittelt. Er rührt sich nicht von der Stelle. Hab nochmal versucht anzurufen. Es klingelt durch. Oh Gott, was ist, wenn er verletzt ist? Vielleicht hat er sein Handy fallen lassen. Ja, das wäre natürlich eine sehr logische, möglicherweise versteckt er sich. Vielleicht hat er sein Handy fallen lassen. Ich meine, wenn auf jemand geschossen wird, dann scheiß auf das Handy. Weg, ne? Weg, einfach nur weg. Darauf dürfen wir nicht setzen. Ich fahre sofort dahin. Ich komme mit dir. Alleine ist das viel zu gefährlich, Yannick. Das dauert doch viel zu lange. Wer verdammt soll denn hinter Jonathan her sein? Wenn ihr das hier stimmte, was ihr sagte, Sarinas Mörder? Jo. Wieso hat er nicht einfach seinen Namen genannt? Ja klar, übrigens, ich sterbe jetzt und das ist der Mörder. Man hat ja vor, das ganze Ding irgendwie zu überleben, glaube ich, oder? Fuck. Ich habe Zugriff auf die Kamera von Jonathans Handy. Wow, das haben die gut gemacht. Wow, das haben die echt gut gemacht. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Nein, bitte nicht Jonathan. Wir müssen irgendwas tun. Oh mein Gott, ja.
Aber das haben die gut gemacht hier. Nicht übel. Sieht der aber gemütlich aus, wie er da liegt, ne? Ja. Ist er tot? Sein Handy ist mit seiner Smartwatch verbunden. Ach, das stimmt. Das stimmt. So cybermäßig eben rauszufinden, so, weißt du, hier, guck mal, Jonathan Müller. Alles klar. Er hat seit 3 Minuten keinen Puls mehr. Ja, was sagt Gabriele eigentlich dazu? Quentin, Ruby und Jonathan, ihre Seele sind nun bei mir und wir erwarten euch in der Ewigkeit. Gabriela, sie hat ihm das angetan. Kann Gabriele schießen? Ist das möglich? Auf keinen Fall, ein Geist benutzt doch keine Pistole. Cedric weiß Bescheid, er gehört zu den Ghostbusters. Oh nein, nicht auch noch Jonathan. Und ich mag gar nicht daran denken, seine arme Tochter. Ich bin völlig fassungslos. Wie konnte es nur dazu kommen? Ich werde sofort die Polizei informieren. Ja, dann sagt mal Bescheid, ihr sollt ein paar starke Männer mitnehmen. Der Jonathan ist ein Fettsack. Huch, Papa. Moin, mein Jung. Ich bin endlich bei Markus angekommen. Ach ja, der wollte ja, so einen Kollegen, der irgendwelche komischen Methoden kennt mit dem Krebs und so. Eine Vollsperrung der Autobahn wegen eines schlimmen Verkehrsunfalls hat mich einiges an Zeit gekostet. Aber jetzt habe ich noch große Hoffnung, dass Markus modern helfen kann. Das hoffe ich auch, Paps. Geht's Mama soweit gut? Schlimmer Verkehrsunfall? Der scheiß auf den Verkehrsunfall. Ja, darauf kriegen wir jetzt, achso, ich wollte gerade sagen, darauf kriegen wir jetzt keine Antwort, aber doch, geht los jetzt. Ich habe gerade mit ihr telefoniert. Boah, ist alles in Ordnung. Wenn etwas sein sollte, dann melde ich mich sofort. Ich schreibe dir ein bisschen später, wenn ich wieder zu Hus bin. Tschüss. Achso, ja. So, tja, Pech, ne? Huch, Organparty. Ich habe die Polizei informiert. Sie sind auf dem Weg zu Jonathan. Was machen wir denn jetzt nur, zumal die uns irgendwie verdächtigen werden, ne? Woher wissen wir, dass Jonathan da liegt? Ich kann dir genau sagen, was ich jetzt mache. Nochmal drüber nachdenken, wer der Täter sein könnte. Mein Bedarf an Todesfällen ist nämlich gedeckt. Ja, damit kennt er sich ja noch ein bisschen aus, der Wolf, ne? Meine Ex-Freundin und ihr Bruder sind tot. Ruby hat sich das Leben genommen. Und jetzt wurde Jonathan kaltblütig ermordet. Verdammt! Und auch mein Leben ist in Gefahr. Ja. Ich habe den begründeten Verdacht, dass Jonathans und Serenas Mörder ein und dieselbe Person sind. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Bei dieser Person handelt es sich um jemanden aus unserer Gruppe. Wir haben soeben all eure Handys geortet. Ich habe eben soeben so alle eure Handys geortet. Sowas macht er einfach, ne? Schaut mal, wer sich gerade in Jonathans Nähe befindet. Oh, jetzt wird interessant. Hier, Dings. Wie heißt der? Ich komme nicht auf den Namen. Ja, genau, Fonzie. Warum macht das hier Wolf einfach, ne? So einfach die Sachen zu orten. Tja. Warum nicht, ne? Henry? Wieso bist du in der Nähe vom Tatort? Nochmal, ich dachte, du bist bei Henry. Du denkst also, Henry steckt hinter allem? Oh, wieso ist mein Handy so laut?
Alle Fragen sind irgendwie sinnvoll, ne? Den hatte man überhaupt gar nicht auf den Kieker gehabt, ne? Ich dachte immer noch, dass dieser Dr. Leitner das ist. Henry. Dass Dr. Leitner sein könnte, aber ein Henry hat dazu gar keiner irgendwie gedacht, ne? Aber er hat bestimmt einen plausiblen Grund. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Gibt's einen Lidl im Laden? Der Waldlidl. Seht ihr die Uhrzeit? 19. Schau mal, was gegessen war. Damit hat Henry seine Unschuld bewiesen. Da waren wir wohl etwas zu voreilig. Ich glaube, da ist eine Entschuldigung für Wolf fällig. Naja. Naja. Vielleicht hat er ein Scharfschützengewehr direkt aus dem, weißt du, aus dem Auto-Dings hier vom Supermarkt. Vielleicht war aber auch gar nicht so weit im Knick, der Jonathan. So, nur mal ganz kurz ein Pischen bei Lidl an der Kasse, weil ich hätte mal gesagt, bei Lidl auf dem Parkplatz mal ganz kurz im Knick gegangen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt wütend oder eher traurig machen soll. Lass mich kurz Revue passieren. Ihr holt mich aus meinem wohlverdienten Ruhestand. Ich stehe euch Tag und Nacht zur Seite und dies schon seit 3 Tagen. Ich nehme einen Fluch in Kauf und riskiere mein Leben für euch und ihr Flachpfeifen verdächtigt mich. Jetzt beruhig dich doch mal wieder, Henry. Wir müssen ja alle, Richtungen betrachten. Wir haben auch Jonathan verdächtigt, der es ja jetzt wohl irgendwie nicht mehr ist. Bleiben wir uns kein Stück weiter. An unserer Stelle hättest du das Gleiche vermutet. Genauso ist das. Die Krümel haben Pause, wenn der Kuchen redet. Ach, so ist das also, ja? Ist das so? Von so einem brauchen wir keine Hilfe. Kein Geist dieser und andere Welt hat es bisher geschafft, mich dermaßen aus der Fassung zu bringen, wie ihr es gerade tut. Okay, jetzt kriegen wir noch eine Nachricht von Ihnen. Henry, unser aller Nerven liegen blank. Ich bitte Sie, wenn wir diese Sache überstehen wollen, müssen wir weiterhin an einem Strang ziehen. Wolf, versucht doch nur die Wahrheit rauszufinden. Ich musste, genau, ein wenig kann ich Henrys Reaktion verstehen. Ich nehme das mal als Lösung, ja. Denn es ist ja einfach so. Aber ich glaube, Wolf ist auch ein bisschen übereifrig, ne? Ich glaube, er hat auch die Schnauze voll. Wolf, der hat die Schnauze voll. Es tut mir leid, ich habe wohl die Beherrschung verloren. Aber auch an mir geht das alles nicht spurlos vorbei. Wolf, erklär uns doch bitte, wie du zu dieser Schlussfolgerung kommst, jemand aus unserer Gruppe wäre Sarinas Mörder. Gabriele hat mir vorgestern dieses Video zugeschickt. Das Böse war mir doch so nah, hätte ich dies neu erkannt, so wäre mein Herz jetzt noch am Schlagen und meine Seele. Warum hast du uns das nicht schon früher gesagt? Das Böse war mir doch so nah. Für mich deutet das lediglich darauf hin, dass Gabriela die Person kannte, sich also im näheren Umkreis befand. Wenn das stimmt, sind wir jetzt vielleicht alle in Gefahr. Dann könnte es gut sein, dass jemand von uns die Person ebenfalls kennt. Also sind wir uns jetzt auf einig, dass es niemand aus unserer Gruppe ist. Wir sind alle in Gefahr. Ja, das sind wir. Henry, du bist doch in der Nähe vom Tatort. Spare den Rest, Cedric. Keine gute Idee, das würde mich nur verdächtig machen. Hey, wir haben einen Lecker. Blum. Ach, nicht das jetzt.
Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis wir an die ersten Infos der Polizei kommen. Okay. Was? Bin wieder at home. Ich gehe aber nicht schlafen, ohne dass du mir gute Nacht gegessen. Warten? Ist sie wieder besoffen? Da kriegen wir wieder irgendwelche wilden Videos zugeschickt. Gute Nacht sagst. Bist du schon wieder... Boah, ich bin so leicht zu durchschaut. Ja, wenn du so hacken, kacken voll. Ich vertrag halt nicht so viel. Ja. So drei Flaschen, hier Aquavit, ne? Dann ist man schon blau, ne? Meine Freunde meinte, sie lassen mich nicht gehen ohne eine Abschiedsparty. Aber jetzt habe ich genug davon. Ja, es ist aber wirklich nicht viel. Ne, das solltest du zum Glück sagen, dass du nicht so viel trinkst, ne? Ja. Sonst breche ich die Flugtante morgen vor die Füße. Ja. Bin schon so gespannt auf dich. Bring dir auch was ganz Tolles mit. Ja. Oh, for me. Thank you very much. Specially for you. Hab so lange gesucht. Ist aber nicht ein Pornofilm. Nora, ich bin jetzt nicht in der Stimmung dafür. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Gib mir wenigstens einen Tipp. Komm, das ist eine Sternfrage-Antwort hier und dann sollten wir da schon mal drauf zugreifen, oder? Okay, wir müssen das unbedingt zusammen ausprobieren. Lippenstift? Ich finde ihn gemein, ne? Nicht mehr lange und du darfst eh reinschauen. Sollte jetzt wirklich bessere schlafen? Ja, unbedingt. Ja. Oh, wir haben einen Hänger wieder. Schlaf schön und träum was Süßes. Ja. Moin, mein Jung. Wie geil die dort. Es tut mir leid, wenn ich dich mit meiner Krankheit zusätzlich belaste. Du hast doch mit deinem Studium eh schon so viel um die Ohren. Ach Mama, wie es mir geht, ist doch momentan völlig egal. Du bist jetzt viel wichtiger als mein Studium. Alles gut Mama, ich bekomme das schon irgendwie hin. Ja, du bist wie Mama, du bist meine Mama. Ja, genau. Das ist total lieb von dir. Ich hab bis jetzt gerade gesluppt. Oh, mir gerade die Kopfschmerzen sind sehr, sehr stark. Ja, das ist scheiße, ne? Das könnte ich mir echt vorstellen. Ich möchte dir nicht tauschen. Papa ist immer noch bei Markus. Seit dem Befund hat er nichts anderes gemacht, als noch eine Therapie zu suchen. Oft frage ich mich, wie ich so einen tollen Verband verdient habe. Ja, das hast du dir damit verdient, weil du vielleicht eine tolle Mama bist. Ja. Schau mal, was er heimlich für mich ins Bett gelegt hat. Oh, nein, ein Teddybär. Ohne Ohren, ein Kein-Ohr-Teddy. Okay, das ist nett. Es lag da ein Zettel, B. Damit du nicht alleine bist, während ich weg bin. Papst ist einfach der Beste. Ihr seid echt ein tolles Team. Unsere Familie lässt sich von so etwas nicht runterkriegen. Genau. Wenn Modern wüsste, was bei uns abgeht. Tja, das sehe ich auch so. Ich werde mir noch eine Schmerztablette nehmen und dann versuche ich noch ein bisschen zu schluppen. Gute Nacht, Mama. Meld dich bitte morgen früh. Schreib mir, wenn du mich brauchst. Ja. Ach, guck mal, das ist schon echt spät tatsächlich, ne? Hä, echt? Ja, mach muckig. Blum. Bist du noch wach? Ich hab's jetzt erst erfahren. Was? Ich kann gar nicht dran glauben, dass Ruby Selbstmord begangen hat. Ich
hatte keine Ahnung, dass sie depressiv war. Ich kenne sie nur als lebensfrohen Menschen. Das war sie wirklich. Ich konnte es auch nicht fassen. Du kanntest sie doch kaum. Nix sagen. Ja. Es ist so schrecklich. Das ist jetzt die dritte Person, die in kurzer Zeit gestorben ist. Ja, warte mal ab, gleich kommt noch eine vierte dazu. Warte mal kurz. Ja. Bitte nicht schon wieder. Was denn jetzt? Ständig fällt hier der Strom aus. Gerade jetzt, wo ich eh schon so ängstlich bin. Erst die Sache mit diesem gruseligen Paket. Und jetzt fällt wieder der Strom aus. Und das Allerschlimmste, seit ein paar Tagen habe ich da ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich hole mal kurz eine Taschenlampe und gehe zum Sicherungskasten. Meld mich gleich wieder. Ja, okay. Flip. Aha. Von Helmut Strasser. Oha, jetzt sind wir am Arsch. Der ist sauer auf uns. Swade. Dreimal in 5 Tagen musste ich Familien sagen, dass ihre Liebsten gestorben sind. Dreimal in 5 Tagen musste ich mir eingestehen, dass ich noch keine Lösung für diesen Fall habe. Und zum 3. Mal in 5 Tagen werdet ihr jetzt hier in der Wache antanzen. Ich erwarte euch in 1 Stunde. So früh schon? Okay. Hoffentlich bin ich jetzt mit meiner Kamera an- und ausgeschichte nicht durcheinander jetzt. Das hier hat er mir gerade Strasser gerade geschickt, ey. Ja, hat mir schon gesagt. Dreimal in 5 Tagen musste ich Familien sagen, dass ihre Liebsten gestorben sind. Ja. Dreimal in 5 Tagen musste ich mir eingestehen, dass ich noch keine Lösung für diesen Fall habe. Und zum 3. Mal in 5 Tagen werdet ihr jetzt hier in der Wache antanzen. Ich erwarte euch in 1 Stunde. Das kauft man den richtig ab, ne? Das hat er auch gut gemacht, ne? Ich finde, diese Videosachen ist immer sehr, sehr schwierig, ja? Und das hat er gut gemacht. Habe ich auch bekommen, Dito. Das hat er uns wohl allen geschickt. So spät noch, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, jetzt auf die Wache zu gehen. Immerhin sind wir erst vor ein paar Stunden dort eingebrochen. Geht nicht anders, Kira. Leute, wie sollt ihr das als letzte Chance sehen? Alter, mein Hund, der schnarcht so laut. Als Chance? Sieh. Überlege doch, das Video von der Jonathan entlastete uns, der. Wir haben Alibi. Schließlich waren wir alle zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Wir haben Aufnahmen, die eindeutige Geistererscheinungen zeigen. Und laut der Emilia sieht der Strasser selber unerklärliche Dinge. Wir sollten endlich versuchen, den Strasser auf unsere Seite zu ziehen. Sollte uns das gelingen, steigt unsere Chancen, Serenas Mord aufzuklären. Ja, da müssen wir uns auch gar nicht anderes überlegen, weil das ist wirklich wahr. Sollte der Strasser, der sieht doch schon fertig, ich möchte gerne sagen, er sieht fertig aus. So als würde er selber terrorisiert werden von dem Geist. Es ist immer besser, Gesetzeshüter auf seiner Seite zu haben. Das gilt übrigens auch für ehemalige Gesetzeshüter wie mich. Ja, das glaube ich dir. Henry ist immer noch ein wenig eingeschnapst. Das ist eine sehr alkoholische Serie hier, ne? Er geht hier viel um Saufen, ne? Die säuft ja auch immer sehr viel. Aber keine Sorge, ich öffne uns jetzt erst einmal einen schönen Melod. Kinder, lasst die Finger von Alkohol. Und bis ihr jetzt vom Verhör zurück seid, hat Henry euch vielleicht schon verziehen. Dafür sorge ich. Okay, da bin ich gespannt.
Ich drücke euch allen die Daumen und melde euch bitte nach dem Verhör bei uns. Sollte Henry nicht mitkommen oder sind wir nur alleine jetzt da? So, ich war im Sicherungskasten. Der Hauptschalter und alle anderen Sicherungen scheinen okay. Die Stadtwerke schicken leider erst morgen früh jemand vorbei. Mir ist gerade echt mulmig zumut, du hast einen Hund bei dir. Das geht doch. Warte mal. Wie ist denn das jetzt möglich? Das Festnetztelefon klingelt. Schade. Ich denke irgendwie, ja. Was ist passiert? Bitte melde dich. Ja, ich esse das gleich. Uschi. Sie wusste nicht, dass ich eine Aufnahme mache, deswegen, das kann man ihr auch mal verzeihen. Fuck, war das unheimlich. Da war nur so ein seltsames Flüstern zu hören. Ja, und so eine Melodie, ne? Ach, das war das Festnetz, ja klar. Das hat so einen wunderschönen Sound gehabt. Heutzutage haben die auch so einen komischen Sound. Weil wir haben so einen alten Knochen nur, ne? Weil das Festnetz, ich benutze es kaum. Habe aber kein Wort verstanden. Als ich abgehoben habe, war ich wie in Trance. Konnte einfach nicht auflegen. Ich bekomme dieses Flüstern einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mein ganzer Körper zittert und ich fühle mich so schwach. Lea kann viel schreiben, ne? Ohne dass wir jetzt irgendwie antworten dabei. Ne? Sie schreibt und schreibt, das kenne ich von Inka, die redet und redet auch mehr so viel. Ich schlafe heute Nacht bei meinen Eltern. Ja, besser ist das. Hier bekomme ich definitiv kein Auge zu. Schlopp. Tagebuch. So, das ist ein gutes Ding, um ein Ende zu finden, finde ich tatsächlich. Tagebuch. Was ist heute passiert? Tag 5. Mama geht es nicht gut. Sie leidet seit den Tagen unter Kopfschmerzen. Naja, seit Tagen? Die Ärzte stellen eine schreckliche Diagnose. Mama hat einen Tumor. Wir können nur beten, dass es sich um einen gutartigen handelt. Nora hat sich gemeldet. Sie ist ab morgen in Deutschland. Bald steht unser Filmabend-Date an. Trotzdem will ich Lea und mir nochmal eine Chance geben. Doch ich konnte mich kaum auf die beiden konzentrieren, denn endlich hatten wir neue Hinweise zu Serenas Tod. Wir haben herausgefunden, dass Dr. Leitner eine Affäre mit Serena hatte. Chiara berichtet uns, dass sie ebenfalls in einer Beziehung mit ihm war. Wir stellten uns die Frage, hat Dr. Leitner Serena getötet? Doch nachdem Serena seine Unschuld bewiesen hatte, musste sie nach anderen Hinweisen suchen. Zusammen mit Emilia Strasser sind Chiara und Cedric in die Asservatenkammer der Polizei angebrochen. Über die Fallakte zu Serenas Tod bekamen wir ein weiteres Indiz. Serena und ihr damaligen Freund trennten einen großen Altersunterschied. Was für Wolf jedoch auch zu Jonathan passte und ihn zu seinen Hauptverdächtigen machte. Wolf hat deshalb Jonathans Handy gehackt und darauf einen mysteriösen Chatverlauf entdeckt. Wir mussten nun davon ausgehen, dass Jonathan in Serenas Tod verstrickt war.
bis Jonathan während eines Videosanrufes panisch erzählte, er hätte ihren wahren Mörder gefunden. Doch, das wurde ihm zum Verhängnis. Jonathan ist tot. Wer auch immer Serena ermordet hat, er ist nun auch hinter uns allen her. Tja, war's das? War's das. Tag 6, noch 2 Tage zu leben. So, ihr Kinderchen, das war's für heute. Es hat mir Spaß gemacht. Tja, für mich war's das denn, ne? Ich bin tot. Nein, alles gut. Ja, Jonathan ist tot. Das wusste ich. vielen Dank fürs Reinschalten. Es war jetzt die 4. Episode. Ich bin gespannt. Es soll ja, diese Episode soll ja nicht mehr ganz so lange sein, da die ja wohl auch irgendwie Probleme mit Covid-19 hatten und so hat alles. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, whatever. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und ciao.